und ein Fass, in dem noch ein paar Feinde sind. Okay, was mache ich? Ich mache nicht Schluss. Ich werde einen Schnitt einfügen und die Inventare eben ordnen. Wir sehen uns dann gleich hier einfach wieder. Ja, so mache ich das. Ich ordne eben die Inventare und gleich sind wir hier und machen weiter. So, die Inventare sind geordnet. Wir können jetzt hier weitermachen. Oh, ich habe vergessen, noch was aufzuheben. Ja, ich zeige gleich noch eben, bevor wir hier rausgehen, wenn ich den Kram gefunden habe. Ich meine, aufgehoben. Ah ja, die nehme ich eben noch mit. Ich zeige eben noch, wo habe ich sie hingepackt. Hier in den Wolfspelz. Die Lederrüstung plus 4, die der Ghoul dabei hatte. Haut des Ghouls. Ein verschlagener Dieb namens Damien Einmesser versuchte immer, die Vorteile seiner Feinde irgendwie zu seinem Gunsten einzusetzen. Egal wie widrig die Umstände waren. Nach einem harten Kampf gegen etliche Ghule, bei dem zwei seiner Gefährten starben, beschloss er, seine Chance für den nächsten derartigen Kampf zu verbessern. Er häutete eines der Wesen und brachte die Haut einem Rüstungsmacher. Der Halbling, der besonders erfahren darin war, Leder zu verzaubern, die fertige Rüstung schützte nicht nur gut vor normalen Angriffen, sondern bewahrte den Träger auch vor Lähmung. Eine Rüstung aus Ghoulhaut ist vielleicht nicht gerade heroisch, aber sehr praktisch. Kann nicht von Menschen und Magiern verwendet werden, wie ja, Lederrüstung halt. Rüstungsklasse 4, Rüstung, Rettungswurfbonus mit 3 Minus gegen Tod, also verbesserter Rettungswurf gegen Tod. Ja. Und ja, wie gesagt, die Handschuhe waren ein zweiter Satz Handschuhe der Geschicklichkeit. Allerdings weiß ich nicht, wen ich dem geben soll, weil Minsk schon einen Satz hat. So. Ja, das habe ich schon wieder 5-mal gespeichert. Pff, nicht schlimm. Ich warte, besser ich zu oft als zu wenig. Aber wir müssen Minsk gleich noch heilen, sehe ich. Auf jeden Fall gehen wir hier raus. Hier sind wir. Oh, hier liegt noch was. Ist schon was geschehen. Haben wir denn da? Ein niederen Erdelementar beschwören. So, ich hoffe, hier gibt es keine Untoten mehr. Minsk, benutze mal dein Liancor. Ja. Ah, da sind noch welche. Ja, bevor wir auf die Los rennen. Wesentlich aufregender als Seriheim, einmal Minsk, bitte. Ja, er mette sich da fröhlich durch. So, kommt alle dazu. Ja. Fröhliches Zacken. Oh, peinlich. Ja, Yoshimo trifft mal wieder gar nichts. Furcht ist etwas für Leute ohne Wollt Selbstvertrauen. Ihr nicht auch ein bisschen metzeln? Hm? Los jetzt, rein ins Blutbad. Ja. Ich mag das Schwert, aber ich hab's schon 10-mal erwähnt. Ja, ja, dieses eine Viech, da hältst du ja wohl noch aus. Ja, sag ich doch. So, einmal 29 Gold, dann heilen wir dich auch nochmal wieder hoch hier. Keine größere mehr? Also schade. Sagt mir, was zu tun ist. So, dann trinkst du noch den. Ich warte. Hast du den jetzt getrunken? Ja, jetzt hast du ihn getrunken. Und schon sind wir wieder fett für die Augenhöhle. Wenn es denn sein muss. Weil die unbeäugte Augenhöhle oder unbeäugte Betrachterhöhle oder ich weiß auch nicht genau. Eine Höhle voller Betrachter, das ist eh nicht schön. Ja, hier ist so ein lustiges, wabbelndes, ekliges Ding. Sieht ja interessant aus. Gucken wir erstmal, ob eine Falle drin ist. Ich bin soweit. Sehr gut. Ja, nichts, nichts. Gut, nichts. Zuerst gucken, was da drin ist. Niederes Feuerelementar, ein Aquamarin und meisterliche Bolzen. Ja. Es bewegt sich nur fröhlich hin und her. Ja. So, Idee, wir müssen jetzt am besten ohne dem blicklosen Auge. Fehlt da nicht schon wieder jemand? 1, 2, 3. Wo stehst du denn da unten? Was? Achso, du konntest da nicht hingehen. Vorwärts! Sag mir, was zu tun ist, ja. Der Rede wert. Am besten, wie gesagt, ohne dem Auge. Oder ist noch was in der Wand? Für den Weg zu laufen. Wir speichern lieber mal oft, weil wir laufen garantiert in eine Falle rein.
Oh ja, hier haben wir auch schon. Ein Garulot. Bei Tom, ich werde euch erledigen. Ja, er hat mich auf jeden Fall schon mal so. Den Kensei hat er paralysiert. Ja, hier, du guckst jetzt mal da rein. Ah, ein Schutz vor magischen Waffen oder so. Minsk und stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Ja, wir sind halt durchsichtig und sowieso und schlecht zu erkennen. Ja, was machen wir? Wir gehen, glaube ich, im Außenring erstmal nach oben. Ja, die Höhle sieht auch sehr lecker aus mit dem ganzen Kram, den hier drin. Die sieht aus wie ein Körper von innen, besser gesagt. Der voller Quaddeln und was weiß ich ist. Na, jeder sieht das heute noch was? Ah, wir können aber trotzdem speichern. Na, wenn wir speichern können, dann können wir ja trotzdem schon mal rumgehen. Zu leben heißt gut, kann ja nur schlimmer werden. Nochmal speichern. Am besten nicht dem Betrachter begegnen, wie schon gesagt. Oh, hier ist doch bestimmt wieder was. Nein? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Hier muss was sein. Voll enttäuscht kann man auch nicht sagen. Eigentlich froh. Ja. Machen wir einfach weiter. Ist doch bestimmt. Hier sind doch bestimmt welche drin. Ah ja, hier ist ein Dicker. Was bist du? Ein Betrachter, ein großer, ein böser, ein. Einer, der mich dazu gezwungen hat, die Rüstung abzulegen. Stirbst du? Stirbst du? Bitte stirb, bitte stirb, bitte stirb. Oh, danke. Minsk? Was ist mit Minsk passiert? Ich werde mein Bestes. Es ist halt Minsk versteinert. Dieses dreckige Auge. Und irgendwas hat Eri abbekommen. Zauber gescheitert. Entsteinern. Haben wir das in unserer Dingsliste drin? Ich vermute mal nein. Hast du das in einem von deinen Schriftrollenbehältern? Dü-dü-dü-dü-dü. Schutz vor Feuer. Es kann ja auch einfach ein Versteinern. Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich was mitgenommen. Formel Stein zu Fleisch, einmal. Das ist aber mager. Ich helfe, wo immer ich kann. Was kann ich tun? Dann machen wir den Guten wieder heile. Nun, wenn ihr wirkt, das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Dann würden wir uns sehr freuen. Dort weht auch der reinigende Wind in Gestalt von Minsk und wohin. Das würde ich erstmal wieder komplett anziehen, oder was? Dass du deinen Kram auch nicht im Inventar einfach behalten kannst. So, hier dein Gürtel, dein Ring, dein anderer Ring, deine Handschuhe. Naja, wird noch. Warum bringt ihr denn nichts? Achso, du bist krank. Naja. Hier, Lilankor, Chaosschwert, Bogen, paar Pfeile. Da finde ich das Inventar dann extra schon aus und dann stirbst du einfach. Na, jetzt müssen wir dich nur wieder noch hochheilen. Oh, sagt, was braucht ihr? Bitte? Ich bin ein Partner. Kannst dich selbst einmal heilen, das ist ja schon mal ein Anfang. So. Ist der Hauptheld kann sich auch mal, auch mittlerweile wieder bewegen. Ziehen wir dann einfach mal nach und hoffen, dass er nicht stirbt. In keinem großen Betrachter. Was ist da eigentlich jetzt gegeben? Großer Betrachter. Ah, nur 6700. Das heißt nur. So. Dann Yoshimo. Gehen wir hier alles an. Hier haben wir eine helle Bade, ein paar Edelsteine und einen Zauber und ein paar gute Pfeile. Hier in dem komischen Pinökel haben wir einen Schutzzauber und Wurfmesser, die wir nicht wollen. Und hier haben wir noch meisterliche Kugel und Lux, aber das kann auch hier bleiben. Ich kümmere mich drum. So, Minsk ist allerdings immer noch nicht im besten Zustand. Hier trinkt noch mal was. Nein, ja. So geht das schon. Der hat jetzt bestimmt schon wieder fast 100. Ja, 71 von 90. Ja, ich bin bereit.
Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Ja, Betrachter will man gar nicht metzeln. Hör bloß auf. Ja, vorsichtig. Oh, da ist noch was. Da höre ich auch vorsichtig zu werden, wenn da was ist. Los, nimm. Wurf extra. Ja, wollen wir alles nicht. Das Gold haben wir mitgenommen, aber den Rest. Ich warte. Nochmal speichern. So. Ich hoffe, das bringt was. Tüdelü. So, gehen wir hier mal vorsichtig hoch. Einmal speichern noch.